Endlich ist es wieder soweit. Die Weltleitmesse für Landtechnik, die Agritechnica, öffnet ihre Tore. Hunderttausende Besucher aus nah und fern werden nach Hannover pilgern, doch die Vorbereitungen beschäftigen die Aussteller und Organisatoren bereits Monate zuvor. Mit dieser Reportage blicken wir hinter die Kulissen des Mega-Events. Wir haben im Vorfeld Landmaschinenhersteller besucht, dem Orga-Team bei der DLG in Frankfurt einen Besuch abgestattet und wir waren schon Tage vor Messebeginn auf dem Ausstellungsgelände unterwegs, um euch einige Messe-Highlights zu präsentieren. Inside Agritechnica. Viel Spaß! Die Agritechnica 2023 bringt die Landtechnikwelt nach Hannover. Mehr als 2800 Aussteller aus über 50 Ländern haben sich angemeldet und präsentieren ihre Innovationen rund um moderne Agrar-, Forst- und Prozesstechnik. Sich über Produkte zu informieren und Kontakte innerhalb der Branche zu knüpfen, dürften die wichtigsten Motive für die mehr als 400.000 erwarteten Besucher sein, nach Hannover zu kommen. In Halle 20 freut man sich wie überall auf das nationale und internationale Publikum. 14 Tage vor Messebeginn bringen unzählige Lastwagen aus allen Himmelsrichtungen die Exponate nach Hannover. So manches Gerät braucht dabei etwas mehr Platz. Jede Maschine hat ihren zentimetergenau festgelegten Ort, doch bis dorthin bedarf es so mancher Lenkradumdrehung. Gerrit Lohse ist Verkaufsingenieur bei Fendt und Teil des Aufbauteams. Eines der großen Highlights ist der Rogator 900. Unsere Maschine, die produziert wird in Jackson in Amerika, wird dann über das Schiff nach Antwerpen gebracht und von Antwerpen aus dem Hafen dann wirklich logistisch mit einem LKW hier runtergefahren. Da reden wir über einen Sondertransport, weil die ganze Maschine 4,6 Meter Außenbreite hat. Es ist Sondertransport mit Polizeibegleitung, aber wir haben globales Publikum hier. Darum stellen wir diese Maschine hierher. Das Messegelände in Hannover zählt nach wie vor mit 450.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, davon der überwiegende Teil überdacht, zu den weltweit größten Veranstaltungslocations dieser Art. Doch selbst die riesigen, freitragenden Hallen wirken in Anbetracht so manchen Exponats winzig. So viele Ackergiganten auf einem Fleck trifft man nur selten. In Halle 13 sind die Aufbauarbeiten bereits 2 Wochen vor dem Messeauftakt weit fortgeschritten. John Deere zeigt neben seinen PS-Giganten auch viele Smart-Farming-Anwendungen, die Landwirten helfen, ihre Maschineneinsätze zu optimieren und besser zu organisieren. Autonome Fahrzeugkonzepte mit unterschiedlichen Ansätzen finden sich in diesem Jahr bei vielen großen Herstellern. Seid gespannt! Ebenfalls in Halle 13 befindet sich die fast 6000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche von Claas. Mehr als 1200 Mitarbeiter und Vertriebspartner aus 38 Ländern werden während der Agritechnica-Woche die Besucher empfangen. Ich habe die erste Agritechnica 1999 mit aufgebaut. Ist auf alle Fälle immer eins der Höhepunkte des Jahres. In der Zeit hat sich natürlich eine Menge getan. 1999 waren wir irgendwo bei einer Standfläche von 1/3 von heute. Nur auch insgesamt der Anspruch am Messebau ist deutlich gewachsen. Die Technik hat sich deutlich weiterentwickelt. Stand heute sind wir voll im Zeitplan drin. Wir hoffen, es bleibt. Das Kritische kommt nächste Woche, wenn wir zum Feintuning kommen. Und wir hoffen, dass wir dann Freitagabend fertig sind mit dem Aufbau. Das Unternehmen ist in den letzten Jahrzehnten aus der Erntetechnik auch in den Traktorenbereich gewachsen und zeigt mit dem Xerion einen der PS-stärksten Schlepper in Hannover. Die Enthüllung der Neuheit liegt erst wenige Wochen zurück und die Agritechnica soll nun als erste Bühne in Europa für die Kommunikation mit potenziellen Kunden dienen. Gebaut wird der Xerion im Stammwerk in Hasewinkel. 6 Wochen vor Messebeginn liefen hier die beiden Ausstellungsmaschinen vom Band. Die Traktoren mit Motorleistungen von 585 bzw. 653 PS sind für den Einsatz in großen Ackerbauregionen konzipiert. Wobei auch in Deutschland und Europa einige Maschinen laufen werden. Die 25-Tonnen-Giganten nach Hannover zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen.
Der gesamte Ablauf von der Kommunikation der Neuheit bis zum Transport ist minutiös geplant. Und natürlich haben die Traktoren die besten Plätze auf dem Messestand bekommen. Klaas gehört zu den Urgesteinen in der Teilnehmerliste von DLG-Ausstellungen. Max Eid, der Gründer der DLG, hatte sich Mitte 1880 zum Ziel gesetzt, den Landwirten in Deutschland technischen Fortschritt besser näher zu bringen und Innovationen schneller zu etablieren. Zunächst noch als Wanderausstellung konzipiert, entwickelte sich die DLG-Ausstellung schon damals zu einem Besuchermagnet. Die erste Veranstaltung unter dem Namen Agritechnica fand übrigens 1985 statt und erfreute sich vor allem einer wachsenden Zahl an internationalen Ausstellern. Das Projektteam Agritechnica hat seine Büros im DLG-Haus in Frankfurt am Main. Anfang Oktober 2023 haben wir uns hier über den aktuellen Stand informiert. Projektleiter Timo Zipf und seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing und Vertrieb sowie der Event- und technischen Planung sind seit Monaten damit beschäftigt, ein perfektes Veranstaltungserlebnis für die Besucher und Aussteller zu erschaffen. Eine Mammutaufgabe, bei der neben der eigentlichen Hallenplanung auch die Organisation von Expertenvorträgen sowie eine Vielzahl von Sonderthemen wie dem B2B-Marktplatz System & Components im Fokus standen. Die Agrarbranche befindet sich seit Jahrzehnten in einem stetigen Wandel und muss sich veränderten Rahmen- und Produktionsbedingungen anpassen. Das Leitthema der Agritechnica 2023 lautet Green Productivity. Ziel soll es hierbei sein, Landwirten neue Impulse zu liefern, wie sie ihren Betriebsmitteleinsatz optimieren und ihre Produktivität weiter verbessern können. In diesem Themenfeld tummeln sich auch viele kreative Start-ups, denen die Agritechnica ebenfalls eine besondere Plattform bietet. Zu den Neulingen im Messegetümmel gehört die Nexat GmbH. Mit einem 1100 PS starken Wechselträgerfahrzeug hat der Hersteller in den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt und wurde 2021 sogar mit der DLG Goldmedaille prämiert. Die Entscheidung, den größten Mähdrescher der Welt auf dem Messestand in Hannover zu zeigen, stand in der Diskussion. Denn der logistische Aufwand, die 15-Meter-Maschine zu transportieren, hat es in sich. Ja, wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Messeaufbau beschäftigt. Es ist nicht ganz einfach, so ein ganzes Pflanzenproduktionssystem hier auf die Messe zu stellen. Deswegen haben wir mit dem Messebauer da eine intensive Abstimmung gehabt. Wir haben uns viel überlegt, wie können wir das am besten präsentieren, am besten darstellen. So eine Riesenmaschine hier als Newcomer zu platzieren, war doch nicht ganz trivial. Die Uhr tickt und die Deadline ist für alle Aussteller dieselbe. Am Sonntag, 12. November um 9 Uhr, wird die Agritechnica 2023 für die Besucher geöffnet. Bis dahin ist noch viel zu tun. In Teil 2 der Reportage Inside Agritechnica nehmen wir euch weiter mit hinter die Kulissen der Weltleitmesse für Landtechnik.